Ey, das ist schon abgefahren, ne? Also, dafür, dass ich jetzt nichts großartig verbessern konnte. Interesting. Interesting. So, jetzt bin ich ein Vollwurst und habe natürlich mir nicht gemerkt, wie ich es gemacht habe. Glaube ich. Gucken wir mal. Als erstes schubsen wir die mal wieder. In die passenden Dingens rein. Harold war der Forscher. Der kann da bleiben. Nee, der kann ruhig als erstes. Ich passe da hart reingrinden und jedes Mal nach 3 Zyklen neu starten, ohne dass ich irgendeinen Einfluss hätte. Oder Zelda. Zelda hat ganz klar gewonnen. Ja, dann. Dann ist es so. So, wir machen das. Das, das, das. So, dann. Werden wir da gleich auch wieder die Dingens bauen, die Leiter. Hier werden wir es genauso wieder handhaben. Wobei ich das ganz gut fand mit dem Kupfer. Da einfach wegbuddeln. Das richtig gemacht, ja. Da holen wir uns das Eisen. Und dann los. Bios und desinfizieren. Ja. Ich muss da erst wieder reinkommen, Schrumchen. Vor Zelda stehen leider so 9 bis 10 Stunden Arbeit, leider aktuell noch ohne Homeoffice, wo man sowas nebenbei machen könnte. Tja. Dann halt nicht, Boomer. So. Okay. Graben. Weil ich glaube, ich lasse den. Ich versuche das mal jetzt, das Ape. Wohl hat er nicht gerade auch schon bedient? Ja, hat er. Okay. Machen wir das so. Muss ich nur darauf achten, dass er das auch wirklich macht. Und dann los. Das zerlegen wir mal direkt. Ja, dann will ich hoffen, dass das Druckerglück mit mir hold ist. Ach, desinfizierend, aber was. Annäherung weiß ich nie so genau, ob das wirklich was bringt. Bei der kleinen Karte immer. Glaube nicht. Das erste, wo ich leider passe, ist dafür aber auch nochmal eine entspannte Erfahrung, nicht nochmal grinden zu müssen, weil Safti, Jesse oder Schumchen da irgendwas machen. Irgendwo was machen. Das muss jeder für sich selber wissen, Boomer. Das muss jeder für sich selber sein. So, dann magische Tür noch dahin.
Forschungsstation haben wir genug. Dann setzen wir da und da mal eine hin. Dann hätte ich gerne hier wieder ein Lagerbehälter für die Erde. Ich hätte gerne hier... Stop. Da setzen wir jetzt erst wieder den Dingens hin. Dann Lagerbehälter. Dann das Hamsterrad. Mist. Eigentlich habe ich hier genau ein Feld zu wenig. Setzen wir die noch einfach nach da. Easy. So. Jetzt habe ich eine Batterie. Und da kann dann jetzt noch das Plumpsklo hin. Guck mal. Jetzt haben wir einen wunderschönen Platz ausgenutzt. So. Gas. Wüsste aber nicht, wie ich es noch besser machen könnte. Ja, das ist das Problem an den Run, dass es halt einfach das Druckerglück das Entscheidende ist. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass der Seed viel, viel entscheidender ist. Und aber ich habe auch nicht mit solchen Zeiten gerechnet. Von daher ist das halt so. So, ja, da können wir das schon mal einstellen. Was schon. Also, da fangen wir auch wieder mit der Pumpe an. Das. Dann Supercomputer und dann den. Dann so. Ah, diesmal habe ich dich sofort gesehen. Ey. So. Komm raus. Eigentlich ist das auch egal. Graben wir jetzt weiter bis nach hier hin. So. Den lassen wir mal stehen, dann sparen wir uns an der Stelle die Leiter. Da schon mal auch ein Lagerbehälter einstellen. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar mehr Batterien. So, da kann rein Eisenerz. Komm schon, Harold, ich hab dich da extra ausgesperrt. Dann machst du da durch die Tür. Meister jetzt lieber die Erde rein, anstatt mal aus Hamsterrad zu gehen.
Irgendwer ist doch hier am Pennen. Ach da. Kittelina. Okay. Mal wieder wurde die Toilette nicht beliefert. Ach, jetzt. Okay, würde mich wundern, wenn das jetzt nicht trotzdem in die Hose geht. Hm, wenn Harold in die Hose pinkelt, ist mir das eigentlich nicht. Ist mir eigentlich egal. Abe, nicht Harold. Wie wär's, wenn du jetzt ein bisschen forschst, Harold, hm? So, was wir auch noch brauchen, ist natürlich die Handpumpe. Können wir da auch noch hinmachen? So, dann Käppchen. Oh, jetzt zur Not nochmal ein zweites Hamsterrad mit dran. Machen wir erst die Lampe da fertig, dann können wir da auch den Sand weggraben. So, und jetzt gerade kommen wir nicht weiter. Ja, das ist auch ganz wichtig, dass das erst da reingeschmissen wird, bevor es dann da... Ach ja. Duplikanten. Wie viel liegt denn da mittlerweile drin? 990 Kilo ist auch nicht so viel. Okay, ein Zyklus noch Zeit. Ich glaube, zeittechnisch liegen wir diesmal echt gut. Könnte schlimmer sein. Ach so, wir müssen da ja auch noch graben. Siegel über der Forschungsstation. Danke, Schrumpchen. Du hast so recht. Harold? Du musst gleich weiter forschen, das ist wichtig. Das kommt schon, das ist doch jetzt ein Scherz, oder? Da waren wir wohl müh zu spät. Was tust du da? Ich brauche für die rechte Forschungsstation. Auch die brauchen wir noch, ja. Ich glaube, wir sind gerade eh zu langsam unterwegs. Irgendwo haben wir, glaube ich, gerade zu viel Zeit gelassen. Na, obwohl.
Immer schwer zu sagen. Jetzt forschst du, Nase. Frag mich ja, ob Narkoleptik hier von Folter wäre. Ja, ich hätte auch einen Forscher mit Narkoleptik genommen und dann das Schlafen komplett verboten. Also ob der dann zwischendurch da mal pennt oder nicht, wäre mir dann auch egal. Aber das, es kommt tatsächlich nur auf den Dupe an, der jetzt gleich hier aus dem Drucker kommt, von daher. So. Brauchen als erstes mal jetzt dann machen wir erst den Steinbrecher. Jetzt habe ich das zu tief gebaut. Nicht tief genug gebaut. Okay. Ich bin ein Horst, ey. Es ist wichtig, dass du das Wasserkraut da jetzt ausgräbst. Jetzt kommt der ganze Sand da runter. Und jetzt reicht das nicht von der Höhe. Leute. Schön zu sehen, dass du auch so Schusseligkeitsfehler machst. Ich bin da Profi drin. Hallo? Man soll es nicht glauben, ne? Es ist echt nicht viel, was man so im Kopf haben muss, aber es läuft trotzdem noch irgendwie immer alles schief. Rohrbrücke kann auch weg. Ja, aber wir sind trotzdem auch gut in der Zeit. Drei Wissenschaft. Tatsächlich wäre Nikola aber trotzdem noch ein ganz geiler Bediener gleich. Wissenschaft, das fällt auch nichts anderes mit rein, ne? Ja. Dann kriegen wir plus 5 Maschinen wenigstens dazu, dann sollte das mit den Produzieren gleich schneller gehen. So, Prioritäten. Nikola, erstmal Forschung. Dann darfst du da nicht raus. Darfst hier nicht raus. So, dann
Forschung. Und dann los. So. Dann Fossilien. Auf geht das. Mach das mal fertig. Achso, der erste Punkt ist schon komplett geforscht. Ich hoffe, dass er diesmal, dadurch, dass er jetzt mehr Forschung hat, bevor der Pipi muss, fertig ist. Wenn ein Narkoleptiker einschläft, kannst du dem auch einfach sagen, geh da hin und er wacht wieder auf. Daher würde das gar nichts machen, wenn er das hätte. Nö, also als Zyklus 3 Dupe wäre mir das... Also würde ich das auch so machen. Wenn er von Anfang an dabei gewesen wäre, hätte ich es dann einfach so gelassen. Oh no! Ich habe was vergessen. Aufstehen! Ich hoffe, ihr macht das da gleich, Leute. Okay, er will das Darm forschen. Er will sollte auch deutlich schneller als Nikola sein. So, dann brauchen wir noch... Hier. Vollgas auf die beiden. Hallo. Einfach weiter radeln, bitte. Du schaffst das, bevor du dir in die Pipi machst. Komm, du schaffst das. Ja, sehr gut. Mensch, Nikola, jetzt darfst du sogar raus und Pipi machen gehen. So. Ist das richtig so? Ist ein Rohr? Ja. Okay. Alles verbieten, außer... Na! Kommst du da wo runter? Das war ein Fehler.
Jetzt. Geh woanders hin. So, jetzt dürft ihr auch wieder. Nikola, ich nehme das jetzt mal raus. Nicht, dass du gleich noch auf die Idee kommst, da irgendwie Essen zu müssen. Oh. Jawoll. Okay, ich bin jetzt etwas spät gewesen. Da waren bestimmt noch so ein paar Sekündchen. Hundertstel wären da bestimmt mal drin gewesen. Aber gut, 4,79. Bedeutet. Ha! Treppchen, Treppchen, Treppchen. Sehr schön. Da müssen wir das hier noch ändern. 4,790. So. Geil, Kraffel nach da. Machen wir das Ganze hier noch ein bisschen schöner. Und hier muss ich das auch noch machen. So. Das finde ich gut. Also wenigstens aufs Treppchen heute geschafft. Gut, und die zwei, die da halt hart reingegrindet haben, die letzten Wochen, dass ich die heute nicht kriege, da habe ich auch nicht mit gerechnet. Vor allen Dingen die beiden Ergebnisse, die letzten Tage dann eingereicht haben, die waren dann für mich auch so okay. Da braucht man halt auch viel Glück bei. Also von daher, alles gut. Zweimal Platz 4. Stimmt. Dankeschön. Heidi. So, damit bin ich auf jeden Fall zufrieden heute. Das war auch mein Ziel, unter 5 zu kommen. Und ja. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen mehr Glück. Was hattet ihr für Wissenschaftler, Safti Schrumpchen? Wie hoch waren die? Von der Wissenschaft. Haut's mal raus. Würde mich mal interessieren. Safti hatte 12. Das ist krass, ne? Wenn man jetzt überlegt, das sind gerade mal 0,3 Zyklen Unterschied. Wie viel der Skill da... Also... Ja, der macht natürlich eine Menge aus, aber so krass finde ich den Unterschied ja dann auch nicht. Naja, gut. Okay, ihr Lieben. Ich bedanke mich schon mal an meine lieben YouTube-Zuschauer. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, ne? Liken nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi!